sehen das wirklich wie Beiboote aus, wie Spielzeuge. Kommen wir zur zweitgrößten Klasse, zur offenen Kategorie. IS Motorsports. Können Sie sogar am Ende noch siegen oder müssen Sie sich mit Rang 2 zufrieden geben? Auf Rang 3 Alevit. Ui. Auch da heißt es 10 zusammenbeißen bei diesen Schlägen, die natürlich direkt in die Wirbelsäule gehen. Dirty Laundry, der hier an einem langsameren Boot vorbeigeht. Da hat er sogar noch Zeit zuzuwinken. Es sieht nach einem Sieg für den Meister aus. Nach Rang 4 in einem ersten Lauf kann er nun wohl am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen, sich den ersten Saisonsieg holen. Spirit of the Amazon, Schnitt bisher 88,5. Keine Navigationsprobleme für das Führungsteam in der Superboat-Klasse. Powerboat Marine und Circus Circus mit ihren Booten, die eine Länge von 40 Fuß haben, gehen hier am 10 Fuß längeren Fahrzeug spielerisch vorbei. Die 21, Harry Roth. Und da sieht es so aus, als würde das Kühlwasser ausfließen. Weiter geht's am Cocoa Beach und in der Schlussphase dieses Rennens. Alevit und Dirty Laundry. Oh, Joe macht ordentlich Wasser ab. Da muss er nun neu korrigieren. Für das Führungsteam aus Illinois bisher als Spitzenreiter in der offenen Klasse. Gefolgt von Dirty Laundry. Agitator von Alan Giuntemann. Ein Holländer, der in Amerika lebt. Spitzenreiter in dieser Klasse. Skater Express mit der 99 kommen wir zur Pro 2 Klasse. Den Unterschied kann man auch in den Geschwindigkeiten doch deutlich ablesen. Great Adventure mit Bill Gazelle. Und das ist der Spitzenreiter in der Superboat Klasse. Spirit of the Amazon. Es sieht so aus, als könnten sie den zweiten Saisonsieg beim zweiten Rennen des Jahres holen. Circus Circus im Vordergrund im Bild. Verzögerung der Motoren zu verbessern, hat man jetzt auch mit der speziellen Einspritzung experimentiert. Man hat insofern auch das Ansprechverhalten der Aggregate verbessern können und obendrein sie auch noch ein paar mehr PS rauskitzeln können aus den Motoren. Sieg in Marathon und Sieg auch hier in Cocoa Beach. Zwei Siege in Florida, also für Amazon. Siegesschnitt 82,82 Meilen pro Stunde vor PMP und Circus Circus. Kommen wir nun zu den Open
geboten. Und das sieht so aus, als könnte hier Dirty Laundry mit Joe March in einem gewaltigen Schlussfinish doch noch den Sieg für sich holen. Der Titelverteidiger mit der Nummer 1, die US1, wird wohl als erste über die Ziellinie fahren. Hat er nochmal alle Kohlen aufgelegt am Schluss, alle Register gezogen und kann nun erstmals in der Saison die Konkurrenz hinter sich lassen. Hat er auch im ersten Rennen ja schon gut gepunktet und übernimmt damit auch die Spitze in der Gesamtwertung. Dirty Laundry also Siegeschnitt 77,33 Meilen pro Stunde vor Alevit und AES Motorsports. Die Gesamtwertung in der Pro 1 Klasse, Agitator also an der Spitze. Und das war's, liebe Zuschauer, in dieser Woche von den Offshore-Powerbooten aus Amerika. Mit den Bildern des Siegers verabschiede ich mich heute und sage Tschüss. Hoffentlich bis bald auf dem Sportkanal. Grüße nach Deutschland und danke.